Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wie wieder Games for You. Und ab geht's hier rein ins Spiel. Gegen die Besten in der Liga. Holla die Waldfee. Da spielt man noch gerne. Nicht? Okay, so. Dann hoffen wir mal das Beste, ne? Wie sieht's hier mit der Taktik aus? Nein, nichts tun will ich nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Drei Stürmer und einen richtig guten. Der ist ja erstklassig fast schon. Na, dann mal los. Anstoß, ne? 53% sagen, die Dauerbrenner gewinnen. 16% denken, dass es ein Unentschieden wird. Und nur 31% oder immerhin 31% sind für uns. Mann, Mann, Mann. Muss mal kurz gucken. Gutes Zuspiel. Bernard. Schön auf außen zu Gallo. Gallo gibt in die Mitte. Da hat aber Testa den Ball. Molina steht gut alleine. Oh, der Burkhardt. Was war das denn? Jetzt haben wir schon so viele Verteidiger und trotzdem war keiner da. Gomez. Abseits. Also bitte, das war jetzt kein Abseits nach meiner Meinung. Klare Fehlentscheidung. Leroy. Verbruggen. Hält mal drauf. Ich meine, wieso nicht? Wieso nicht? Wenn wir hier wenigstens einen Unentschieden rausholen, ist das schon ein Sieg für uns. Gut von Gallo. Schön auf Leroy. Wieder zurück zu Gallo. Der ist auch schnell genug. Kurze Vorlage. Ach, das klappt nicht. Jordan. Burkhardt. Leroy mit dem Foul. Das gibt eine Karte. Gelb zum Glück nur. Ein Sieg wäre natürlich ideal. Aber wir können nicht zu viel verlangen. Wir müssen immer noch den zweiten Platz im Auge behalten. Das ist unser Ziel. Huber, schöner Kopfball nach vorne. Hahn wieder am Ball. Leider konnte man den nicht abfangen. Fischer, tolle Reingabe. Gerasimov ist aber geistesgegenwärtig. Spiel zu Abel, nicht so schön. Guerra, die machen auf jeden Fall Druck. Meier ist schnell genug, hat den Ball. 19 Minuten gespielt. Leroy, nein, Morell hat ihn. Doch, hier ist Gallo, wird aber vom Ball getrennt. Fischer, schön, wie er den Kopf hingehalten hat, der alte Schreiber. Im Moment keine Veränderung in der Tabelle. Das gibt einen Abstoß. 22. Minute. Schön von Meier. Rocha, Gallo, Rocha, der Abel schon wieder. Ah, Jungs und Mädels. Huber, gut gemacht. Schön, wie er Testa den Ball abgenommen hat. Verbruggen, zurück zu Bernard. Das hat nicht so gut geklappt. Schreiber auch nicht schnell genug, aber Meier, kein Problem. 27. Minute hier. Schöner weiter Ball. Egger. Fischer. Gerasimov ist da. Versucht zu klären, aber Molina hat den Ball schon wieder. Huber. Krasses Dauerfeuer. Gomez. Spielt zu Gallo. Es muss nur eine Kombination mal sitzen. Toller Schuss. Ecke. Da konnte sich der Torhüter nur strecken. Leroy. Gute Hereingabe. Huber. Ach, Schande. Egger. Zurück zu Bernard. Leroy gibt zu Gomez vor. Der kommt noch nicht richtig ran. Schande. Han. Ah. Soll das denn? Guerra, Burkhardt. Ja, super. Hat er sich in den Schuss gestellt. Gomez läuft hinterher. Molina. Auch Fischer. Testa. Burkhardt. Auch hier. Hermann. Gallo. Gomez. Keiner da. Gallo geht mit. Spiel zu Leroy. Leroy wieder auf Gallo. Gallo hält auf. Ein Schuss. Gallo. Komm. Rocha ist dran. Wird umgerobbt. Tolle Position. Leroy führt aus. Na, flach in die Mauer, das war nix. Egger, gleiches Halbzeit. Und da ist er auch schon, der Halbzeitpfiff. Wir schlagen uns ausgezeichnet. Nach meinem Dafürhalten. Ich hoffe, dass wir zumindest in der nächsten Woche mal wieder... Ja, Ivanov lassen wir mal warm laufen. Dass wir in der nächsten Woche mal wieder eine Woche frei haben oder sowas.
damit die Leute wieder ein bisschen Fitness bekommen. Weil das ist echt ein Problem hier als Notbesetzung. Hermann, Fischer, Gerua, Molina auf Außen. Huber ist zu langsam. Gera, Burkhardt. Oh Gott, Meier hält uns da die Sache fest. Leroy mit dem Hackentrick zu verbrücken. Der wird umgetreten von Hahn. Huber ist nicht auf der Höhe seines Könnens. Schreiber zu Gallo. Gallo hat den Ball, spielt zu Verbruggen. Verbruggen auf Leroy. Der ist nur zu langsam. Fischer, Jordan. 53. Minute. Gera, Molina. Schöne Hereingabe von Testa. Was macht Meier? Meier muss gar nichts machen, denn Gallo klärt zum Einwurf. 55. Minute. Lorenzo kommt da rein. Gucken auch mal, was das bei uns hier so abgeht. Fitness geht noch so. Oh, Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Gelbe Karte für Huber. Oh nein. Oh nein. Fischer schießt. Latte. Schreiber. Was haben wir für ein Glück? Ich glaube das nicht. Abel. Gut, Schreiber. Da arbeitet einer richtig mit. Gomez. Bernard, wieder auf Gomez, zurück zu Gerasimov. Gerasimov quer auf Leroy, der schießt einmal, schießt zweimal. Aber trifft nicht einmal. Abel, Meier, Hermann, gut mitgedacht. Gallo gibt wieder direkt nach vorne, Richtung Gomez. Der kommt nicht ran. Foul von Gomez an Jordan. Da wird gewechselt. Die warten hier, bis einer von denen rot wird, damit wir wechseln können. Vorher macht es absolut noch null Sinn. Gallo. Gut gehüpft. Versucht hier die Seite zu wechseln. Testa hat den Ball aber. Verbruggen können wir wechseln. Wechseln. Bank. Ivanov. Okay. Und jetzt können wir nur hoffen. Huber hat den Ball. Leroy. Rocha. Hält einfach mal drauf. Ich sag ja. Ein Unentschieden wäre für uns schon ein Sieg. Es wäre ein Punkt, den wir gegen die Führenden rausholen. Wir haben fast, wir haben die zweitwenigsten Gegentore, interessanterweise. Gomez, Leroy, Gallo, ach schlecht, kurz vorgelegt, aber gebracht hat es nichts. Lorenzo, Meier ist schnell genug, ich bin so froh, dass der so fix ist unterwegs. Meine Fresse, Gomez, Kopfball, Abel hat ihn schon wieder. Die machen so einen Druck, Kuba zu Gerasimov. Gerasimov zu Ivanov. Hermann, schlecht, macht aber nichts, Ivanov ist da, Gerasimov wird vorbeigetrennt. Schreiber, Schreiber, mit dem Kopf, wunderbar, Rocha wird, so, oh, er holt sich den Ball wieder, super, Gomez. Er steht vorm Tor, Aluminium, Ivanov mit dem Kopf, Salah hat den Ball. 6 Minuten noch, mit Nachspielzeit ungefähr. So, Lorenzo, Hahn, Gera, Meier hat ihn, was ein Torhüter. Mittlerweile ist er richtig gut geworden. Gomez, Kopf, Bernard, Leroy auf Außen zu Ivanov. Gibt es Abstoß leider. Keine Ecke. Da wird nochmal gewechselt bei den Gegnern. Ivanov, aber zu Hahn. 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist gefährlich. Abel, Huber, Hahn. Oh Gott, Abpfiff. Ein Unentschieden gegen die Tabellenführer. Meine Fresse, ist das gut. Puh. Ich bin begeistert. Tolles Spiel. Und Van Zandt ist wieder fit. Ich bin begeistert. Leider keine Pause. Van Zandt. Müssen wir Pearson anbringen. Für Schreiber. Für Verbrücken bringen wir Van Zandt. Und Ivanov müssen wir hier tatsächlich unterbringen. Bei Gerasimov. Den brauchen wir gar nicht trainieren, das macht null Sinn. Den trainieren wir auch nicht mehr, den trainieren wir auch nicht. Den Rest brauchen wir nicht trainieren. Die sind alle im Eimer. Sehr gut. Dann sparen wir uns eben Karten an. Weil ich kann es nicht machen. Ich kann nicht Leute, die gelb sind, trainieren. Am Ende sind die dann verletzt. Das macht so wenig Sinn. Jetzt, wo gerade alle Verletzten wieder da sind. Wir gegen Platz 3. Wichtige Gegenspieler.
Gegen den werden wir aufpassen. Und jetzt mal gucken, was die Fans sagen. Wir haben uns ja doch ein bisschen gefangen mittlerweile. 42%, damit die deutliche Mehrheit ist für uns. Nur 28%, damit die Minderheit sagt, es wird ein Remis. Und 30% sind für die Adleraugen. Was wird es werden? Nur die Zeit wird zeigen. Gleiches Anpfiff und dann geht's los. Larsson. Van Beek, Brunner. Oh, Van Beek. Oh, Meier, danke dir. Du bist mein Held. Gut, Gomez auf Rocha. Rocha auf Außen. Ah, Dumont. Pearson. Huber, gut gemacht. Zu Rocha. Rocha gibt weiter zu Gomez. Gomez auf Leroy, aber Acevedo hat den Ball. Brunner. Schöner, weiter, langer Ball. Pearson ist aber da. Und klärt. 9 Minuten sind gespielt. Larsson. Wagemakers. Van Beek. Zu kurz gehüpft. Zu kurz gehüpft. Der arme Meier. In den letzten 2 Spielen glanzvoll die Torhüterrolle eingenommen. Und heute sowas. Schade. Gegen einen direkten Konkurrenten vor allen Dingen. Gomez, mach doch... Oh, faul an Gomez hier, was soll das denn? Gelbe Karte? Jawohl. Immerhin das. Gomez wird ausführen. Oh, zu Baron direkt, Mann. Pass doch auf. Gomez hält drauf. Leroy, oh nein, nicht in der... Ach Gott, Acevedo, Mann. Prinz? Nein. Eiskalt. Eiskalt Meier verladen. Das gibt's doch nicht. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Larsson. Vor allem von Vincent jetzt noch gar nichts gesehen, ne? Ärgert mich ein bisschen. Bernard. Gallo nicht an den Ball gekommen. Ivanov klärt. Einwurf. Hermann wieder zum Einwurf geklärt. Was mich das ärgert, ey. Scheiße. Dumont. Hermann. Gallo. Kriegt Huber ihn? Ja, er hat ihn. Sehr schön. Bernard. Leroy. Oh Gott. So viel Pech kann man doch nicht haben, oder? So viel Pech kann man doch nicht haben. Jetzt mal im Ernst. Meier ist schnell genug. Kein Problem hier. Knapp, aber es war, hat gereicht. Leroy. Gallo. Rocha. Hoher Ball. O'Sullivan, kein Problem. Halbe Stunde gespielt. Leroy. Gomez wird hier vom Ball getrennt. Huber, was bist du denn so blöd und klärst den Scheißdreck da? Oh Gott. Dumont. Meier, sehr schön. Leroy, Huber, ganz schlecht, ganz schlecht, ey. Dumont, Huber, Vincent auf Gomez, Gomez spielt überall hin, nur nirgendwo, wo es Sinn macht. Könnt ihr ihm ins Gesicht und überhaupt. Leroy, ah Mann, ey, Kinners. Abseits, Glück gehabt. Gleiches Halbzeit. So wie wir hier im Moment auftreten, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Gomez, Vincent hält drauf, O'Sullivan hat ihn. Keine Ecke, kein gar nichts. Vincent, Leroy, Vincent. Auf Außen, Huber geht mit. Huber schießt, aber niemals ist einer da und kann dann den Nachschuss machen. Das kotzt mich so an. Lass mich hier im Regen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Verbruggen können wir nur warm laufen lassen, der Rest muss sitzen bleiben. Denn Rot ist Rot. Leroy, Gomez, Rocha. Pearson, Gomez auf Leroy. Gomez, lauf, Junge, Mann.
Der kann aber auch nicht mal seinen Arsch bewegen, ne? Alles, was ich verlange, ist laufen, als würde sein Leben von abhängen. Van's End. Gott, verdammte Hölle. Hermann. Van's End. Ivanov. Kinas Bernard. Wie der vom Ball getrennt wird, das nervt mich wie die Sau. Meier. Wunderbar. Leroy, gut gemacht. Huber. Van's End. Mit allem nur keinen richtigen Kopfball. 55. Minute. Warten wir wieder, bis der erste rot wird. Gallo. Gomez. Junge, Mann. Der steht so oft vorm Tor und er macht ihn nie rein. Ich hätte gerne einen anderen Stürmer irgendwie. Ich glaube, das mache ich auch über kurz oder lang. Wenn es fiskalisch knapp wird, dann werden wir Gomez austauschen. Super gemacht von Leroy. Ivanov nehmen wir raus. Dann nehmen wir Verbruggen rein. Können wir hier wieder gucken. 2-1. Der Anschluss ist gemacht. Und wir haben immer noch eine gute halbe Stunde. Da kommt er auch schon, der Verbruggen. Freuen sich die Leute. Leroy, Gomez, Rocha, Pearson, Van's End, Huber. Leute, geht doch mal hin, wenn die passen, Guyot. Pearson. Was mich stört, ist, dass Gallo auch so gut wie noch gar nichts gemacht hat. Meier. Schöner weiter Ball. Leroy hat ihn, gibt ihn durch. Aber Marino klärt. Okay, ist schon mal gut. Klären ist gut in unserem Falle. Einwurf. Huber. Schön zu Van's End. Van's End quer zu Gomez und Gomez Ausgleich. Oh Gott sei Dank. Ausgleich. Er hat wohl zugehört, als ich gesagt habe, dass wir den loswerden. Mann, Mann, Mann. Nur noch ein Tor. Und ich bin mehr als glücklich mit der Woche. Schön, wie er da reingegangen ist. Gomez. Wieder Gomez. Rocha. Gomez. Wird vorbei getrennt. Acevedo. Atkinson. Meier ist da. Kein Problem. Guter Weiterball. Ah, Kalini. Hermann mit dem Kopf. Wunderbar. Van's End wird gefoult. 10 Minuten noch. Gelbe Karte. Merino gelb belastet jetzt. Leroy wird aus. Nee, Van's End wird aus. Gomez wird gefoult. Gibt das die nächste Karte? Anscheinend ja. Gelb. Guyot. Gomez zurück zu Huber. Das ist schon mal nicht so schlecht. Huber legt kurz vor, geht weiter, schafft Raum, tänzelt, gibt ihn hoch, Van's End, Abpraller. Leroy schießt. Oh Gott. Was das für ein Ding war. Der hätte auch gut reingehen können. Meier. Selbst mit dem Unentschieden bin ich zufrieden, ehrlich gesagt. Alles nur keine Niederlage gegen Soloschieß. Gomez. Foul. Das könnte es gute 2 Minuten Nachspielzeit geben. So viel wie die rumfaulen. Gomez. Zurück zu Pearson. Pearson. Rocha. Rocha gibt ihn hoch. Aber niemand kommt ran. Einwurf. 3 Minuten Nachspielzeit. Junge, Junge, Junge. Zu Van's End. Van's End hoch auf Gomez. Aber Acevedo hat ihn. Hätte Gomez den Ball bekommen. Meine Axt, was wäre das für ein Spiel geworden. So. Aber läuft. Läuft. Unentschieden ist auch okay. Drei Wochen für Schreiber. Eine Woche Pause haben wir hier. Das ist schon mal gut. Rocha könnten wir trainieren. Trainieren wir. Wunderbar, ein bisschen Fitness für ihn. Leroy trainieren wir auch mal ganz kurz. Standards, 3 gegen 3 machen wir mal.
Nicht viel, aber immerhin. Jetzt gucken wir mal kurz, wenn wir die Woche Pause machen, wie es dann da aussieht. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Und wir haben hier auch fittere Leute, muss ich sagen. Ich würde ihn hier gerne nochmal trainieren. Kontern. Kretschen, wunderbar. Gut was dazu bekommen. Ja, passt. Würde ich sagen, dann gehen wir mal speichern. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.